아버지님 말씀하시고 난 다. 우리나라는 아침이가 제일 먼저 솟아오르는 지구의 동쪽에 위치한 아름다운 나라라고. 우리 이름을 조선이라 불렀네. 이처럼 귀하고 아름다운 네 나라 이 세상 그 어디 찾아볼 수 있을까? Die achtjährige Chinmi lebt mit ihren Eltern in Pyongyang in Verhältnissen wie aus einem nordkoreanischen Bilderbuch. Wir durften sie ein Jahr lang mit der Kamera begleiten, streng bewacht von Aufpassern des Regimes. Unser Film blickt hinter die Fassade einer allgegenwärtigen staatlichen Inszenierung. Tatsächlich ist in Nordkorea nichts, wie es scheinen soll. Deshalb denke ich über das.